Gott. Mein Name ist Dr. Harald von Knörzer und ich bin der erste Vorsitzende vom Skiclub in Ruppolding. Und ich begrüße euch recht herzlich hier zum Deutschen Schülercup-Finale 2016. Wie alle Jahre die drei nordischen Disziplinen Langlauf, Skisprung und nordische Kombination und natürlich der Biathlon. Die Besten der Besten im Nachwuchsbereich messen sich hier in unserer wunderschönen Chiemgau Arena. JOKA, Deutsche Schülercup, ist die Plattform für den nationalen Wettstreit. Hier haben unsere jungen Biathleten das erste Mal die Möglichkeit, bundesweit aufeinander zu treffen und ihre Kräfte zu messen und zu schauen, wie weit haben sie sich denn bis hier entwickelt und an welchen Schräubchen muss noch gedreht werden für die Zukunft. Ja, wir haben wieder wunderschöne Wettkämpfe gehabt dieses Jahr. Trotz des schlechten Winters haben wir sie zeitlich mal verschieben müssen um eine Woche, aber wir haben es geschafft, alle deutschen Schülercups durchzuziehen. Das absolute Highlight ist dann natürlich das Finale, was wir seit Jahren jetzt hier in Ruppolding haben. Die Kinder lernen sich mal untereinander sogar kennen mit einer ganz anderen Disziplin. Schauen zu, schauen beim Biathlon und so beim Langlauf, das gefällt uns extrem. Ein großes Event mit dieser gemeinsamen Siegerehrung. Also das ist nochmal das Highlight am Saisonende. Nach Abschluss der Milka Schülercup-Serie werden die Sportler, die besten Sportler jedes Jahrgangs, in den ersten Nationalkader des Deutschen Skiverbands geholt, den DC-Kader, und bereiten sich somit auch vor auf die anstehenden Aufgaben wie internationale Wettkämpfe. Und einige werden auch an die Elite-Schulen des Sports wechseln. Und von dem her ist es für uns natürlich auch eine Riesensichtungsmaßnahme, die Serie, und extrem wichtig.